Wir blockieren Situationen, wir blockieren Beziehungen, wir blockieren uns selbst. Es geht um diesen chronischen Dauerstress, der ist eben gefährlich, giftig fürs Gehirn. Zum Beispiel im Hippocampus wird dann richtig Gewebe angegriffen und geschädigt. Wir haben diese Fähigkeit, uns selbst zu erkennen. Jetzt im Moment bin ich das und das. Jetzt im Moment erfahre ich das und das. Das bewusste Wahrnehmen ist entscheidend dafür, dass wir Entscheidungsfreiheit haben und entsprechend verschiedene Optionen zur Handlung haben. Wir wollen nicht einfach so automatisch gesteuert sein. Buddhistische Meditation gegen Hitzestress und natürlich auch gegen alle anderen Formen von Stress. Wer sich von euch dafür interessiert, der ist hier heute und morgen im Hörsaal vollkommen richtig. Wir bieten euch nicht nur einen Vortrag von Lama Yeshe Sangmo unter dem Titel Buddhismus – Schwierigkeiten im Alltag bewältigen an, sie meditiert auch mit uns. Das heißt, wir können bei ganz einfachen Grundübungen jetzt gleich schon mitmachen. Und wir klopfen Ihren Vortrag unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten ab. An einigen Stellen blenden sich immer mal wieder Dr. Britta Hölzel und ich ein und sprechen über das, was wir da zuvor gehört haben. Britta Hölzel ist an der Technischen Universität München tätig und hat zuvor an der Harvard Medical School in Boston als Hirnforscherin nachgeschaut, was sich bei Stress und auch bei Meditation in unserem Gehirn abspielt. Lama Yeshe Sangmo, die jetzt erst einmal beginnt, hat ihren Vortrag am 6. Februar 2015 für die Dharma-Gruppe Köln gehalten. Unser Thema heute Abend hat es ja in sich. Es ist unser Alltag und unser Alltag mit allem Auf und Ab. Im Buddhistischen gibt es eine Definition für Menschsein und das ist tatsächlich Auf und Ab. Das heißt, wenn man jetzt streng vom Buddhistischen kommt, wir haben ein Mischkarma. Wir haben viele Bedingungen gesetzt, dass wir Leid erfahren. Wir haben viele Bedingungen gesetzt, dass wir Freude erfahren und alle Zwischentöne. Und wir haben merkwürdigerweise immer so die Idee, es müsste so immer besser werden. Ne? So linear müsste es so immer aufwärts gehen und immer besser werden. Vor allen Dingen, wenn wir mal was verstanden haben oder wir hatten mal eine Phase, wo es richtig gut klappt, dann können wir uns nicht vorstellen, dass das wieder irgendwie was anderes passieren könnte. Wir haben so die ganz starke Vorstellung, es wird immer besser, besser, besser. Und wenn es nicht immer besser, besser, besser wird, dann machen wir was falsch. Dann sind wir falsch. Oder die anderen um uns herum sind falsch. Ne? Und leider ist das ein Wahn, eine Wahnvorstellung. Dieses Lineare, es wird immer besser. In der buddhistischen Weltanschauung gibt es das nicht. Es ist eher so, dass wir so eine Art Mischkarma haben, mal auf, mal ab, mal auf, mal ab. Wir werden das auch nicht verändern können. Auch wenn wir sehr mit uns arbeiten, werden wir Zeiten erleben, die schwierig sind und Zeiten erleben, die leichter sind. Das ist einfach so. Das, was wir trainieren können, ist der Umgang mit diesen Sachen. Da setzen wir an. Nicht, dass die Probleme weg sein könnten, es ist nicht möglich, sondern dass wir lernen, einen anderen Umgang damit zu entwickeln, mit den Problemen, die auftauchen. Der allererste Schritt ist die Erkenntnis, dass ich mit meinem Problem zu tun habe. Meistens tun wir so, als ob die äußeren Bedingungen der Mal nicht stimmen oder die anderen Menschen legen sich quer oder dies und das. Die Gründe liegen im Außen. Und der allererste wichtige Schritt ist tatsächlich zu erkennen, dass ich immer mit meinen Problemen was zu tun habe. Es ist nichts, was mir irgendjemand von außen aufdrückt oder so, sondern ich habe da Bedingungen gesetzt für das, was ich erlebe, was ich erfahre. Auch wenn es mir aus meiner jetzigen Situation vielleicht völlig unverständlich erscheint. Es gibt ein ganzes Praxisprogramm, kann man sagen, das Lojong-Training. Das dreht sich zentral um diesen Punkt hier. Nutze alles, was dir im Leben passiert, als Weg. Im Moment, das machen wir uns gar nicht so klar, haben wir eigentlich so die Vorstellung, unser Ziel ist, es muss angenehm sein. Ein angenehmes Leben wollen wir haben.
wenn es unangenehm wird oder langweilig wird oder neutral, ne, der Buddha spricht von drei Phasen, angenehm, unangenehm und neutral. Wir können es auch mit langweilig oder dumpf übersetzen, das Neutrale. Immer wenn das Unangenehme auftaucht oder das Langweilige oder Dumpfe auftaucht, es passt uns nicht. Da sind wir dann am Drehen und Manipulieren und Energie reinstecken, wie wir das weghaben können aus unserem Leben. Normalerweise gehen wir mit Problemen um. Der Klassiker ist Kämpfen, Attacke oder Abhauen. Abhauen kann sein, ich kann in Drogen gehen, Drogen jeder Art. Das heißt auch, dass wenn ich vom Fernseher ständig versacke, ist auch eine Droge. Ne? Oder ich kann in Erstarren gehen, ich höre auf zu leben. Ne? Das sind so klassische Sachen, wie man mit Problemen umgehen kann. Und wenn wir so in unser Leben gucken, da werden wir sehen, dass wir das eine oder andere davon auch machen. Also ein Verhalten, was uns im Grunde in keiner Weise weiterbringt, im Gegenteil den Druck auf uns selber noch erhöht. Ne? Weil wir sehen uns da irgendwo als versagende Person. Wir versagen da. Vom Buddhistischen her gehen wir ganz anders damit um. Wir fangen erstmal an zu erfahren überhaupt, was da auftaucht. Und zwar 100%. Im Moment ist so, es taucht ein Problem auf, man kriegt nur eine Ahnung von einem Problem, man tickt es nur an und versucht abzuhauen. Ne? Oder Attacke. Oder eben nicht zulassen, dieses Erstarren. Der Buddha sagt uns, das ist nicht der Weg, im Gegenteil. Du wirst stagnieren, du bleibst hängen, das ist eine Sackgasse. Du vergeudest deine Energie, deine Zeit, deine Kraft, deine Fantasie, deine Lebenszeit, alles. Es ist besser, du lernst dem, was dir begegnet, im Innen und im Außen, dich voller Mut zu stellen. Das sagt sich natürlich sehr einfach. Und bei manchen Sachen ist es auch einfach, wenn es freudig ist, ist es ja einfach. Ne? Aber wenn zum Beispiel größere Sachen kommen, wenn wir merken, wir haben null Kontrolle, dann fangen wir an und werden zittrig. Dann suchen wir doch noch nach unseren alten Verhaltensmustern, wie wir dem irgendwie entkommen können, wie wir das rauskriegen aus unserem Leben. Wir werden es nicht rauskriegen, weil hier wirkt das Gesetz des Karmas. Wir haben irgendwann Ursachen gesetzt und erfahren Folgen. Das heißt, wir müssen lernen, einen anderen Umgang damit zu entwickeln. Leiden, Probleme, Schwierigkeiten sehen wir im Moment als Feind, als etwas, hau ab, raus aus meinem Leben. Jetzt fangen wir an, umzudenken. Wir erweitern unsere Motivation dem Leben gegenüber. Im Moment beobachtet euch mal, guckt mal in euer Leben, wie ihr vermeidet, dass Unangenehmes irgendwie Gewicht kriegt oder gelebt wird. Wie ihr immer wieder versucht, oder wie wir immer wieder versuchen, das Angenehme nur reinzulassen. Das ist eine sehr, sehr begrenzte Art, das Leben zu leben, weil wir blockieren. Wir blockieren Situationen, wir blockieren Beziehungen, wir blockieren uns selbst. Wir müssen unsere Sichtweise erweitern in dem Sinne, dass wir sehen, dass Leid und Probleme und Schwierigkeiten ein gewaltiges Potenzial haben. Die haben das Potenzial, dass wir wach werden, dass wir erkennen, wir haben null Kontrolle, dass wir erkennen, alles ist im Wandel. Mein ganzer Körper ist permanent im Wandel. Mein Geist ist permanent im Wandel. Meine Beziehungen zu anderen sind permanent im Wandel. Alles, was ich erfahre, was ich erlebe, ist im Wandel. Also der große Wandel, die Prozesshaftigkeit von allen sehen. Die Unkontrollierbarkeit des Ganzen sehen, da habe ich schon mal zwei ganz wichtige Sachen. Auf dieser Grundlage lerne ich, anders umzugehen, wenn was schwierig wird. Wenn ich zurückgucke in mein Leben, dann sehe ich, hatte eine ganz schwierige Zeit, Ende 20, wo ich merkte, das Weltbild meiner Eltern stimmt für mich nicht. Ich bin dem irgendwie gefolgt, wie jedes Kind oder Jugendlicher folgt man dem Weltbild der Eltern in der Regel. Und irgendwann ist die Entdeckung da, das stimmt für mich so nicht.
Das ist oft dann ein Zusammenbruch. Das fängt an in der Pubertät, da bricht das schon mal zusammen und geht dann noch weiter. Und ich hatte das ganz stark Ende 20 und habe gesehen, so geht das nicht. Und es war eine extrem leidvolle Zeit, weil das Alte brach weg und ich hatte nichts Neues. Das ist immer eine Zeit, wir nennen das auch Bardo. Es ist eine Zeit, wo man keinen Boden mehr hat unter den Füßen. Pubertät ist dafür ein gutes Beispiel. Das Alte stimmt nicht mehr, das Neue ist noch nicht da, man hat keinen Boden. Man erfährt am eigenen Leib, im eigenen Geist die Unkontrollierbarkeit und den Wandel. Hat keine festen Rettungsschnüre, an denen man sich langhangeln kann. Und das hatte ich mit Ende 20, das brach alles zusammen. Und letzten Endes hat das den Ausschlag gegeben, dass ich intensiv mich eigentlich um meinen eigenen Geist gekümmert habe. Ich weiß nicht, ob ich das sonst gemacht hätte. Also aus Leid, aus Problemen, aus Unkontrollierbarkeit, aus Schwierigkeiten, das ist ein gewaltiges Potenzial. Da kann große Weisheit entstehen, eine große Tiefgründigkeit entstehen. Da sind wir ziemlich dicht dran an das, was wir manchmal Sinn des Lebens nennen, ne? Oder unsere Natur, unsere wahre Natur nennen. Also weigern wir uns, in diese Probleme, in das Leid, uns das anzugucken, in die Erfahrung voll davon zu gehen, da verweigern wir ein ganz großes Stück Entwicklung. Wir blockieren uns wirklich. Menschsein ist alles, hat alle Facetten. Der Buddha sagt gerade, als Mensch sind wir außergewöhnlich begünstigt. Wir haben ein Mischkarma, das heißt, wir erleben alles. Auf, ab, alle Zwischentöne. Alles ist da. Wir haben ein gewaltiges Erfahrungsfeld, kann man sagen. Dann haben wir als Mensch die wunderbare Fähigkeit, Sheshin heißt das auf Tibetisch, dass der Geist sich selbst erkennen kann. Wir gucken in unseren Geist und sehen, aha, jetzt bin ich gut gelaunt. Es wird gesagt, Tiere können das nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber der Buddha sagt, Tiere können das nicht. Also wir haben diese Fähigkeit, uns selbst zu erkennen, jetzt im Moment bin ich das und das. Jetzt im Moment erfahre ich das und das. Jetzt im Moment ist die Empfindung da. Und das Zweite, was wunderbar ist, das heißt Drenpa auf Tibetisch, wir haben die Fähigkeit, wir können üben. Wir können Sachen wiederholen, wir können es besser machen, wir können es anders machen, wir können experimentieren. Und diese beiden Fähigkeiten unseres Geistes, die Menschsein auszeichnen neben dem Mischkarma, also die Fähigkeit voll zu erfahren, eine Bewusstheit darüber zu haben, was wir erfahren, und die Fähigkeit des Übens, die ermöglichen uns, dass wir frei werden können. Der Buddha hat an keiner Stelle gesagt, ich ermögliche euch, dass ihr nicht mehr unglücklich seid oder dass keine Probleme mehr auftauchen. So ist der Weg nicht. Er hat immer gesagt, über das Erfahren, über die Erkenntnisse und ein geschicktes Umgehen lernen wir unser Repertoire, wie wir mit Problemen oder im Leben als solches umgehen, zu erweitern. Es wird weiter. Ne? Wir beharren nicht mehr drauf, alles muss angenehm sein. Wenn ich drauf beharre, alles muss angenehm sein, oder diese Glückssuche, ne? Wir können auch sagen, ich will über mein Glück nur haben. Und alles rausdrängen, was das torpediert in irgendeiner Form, erstarrt unser Leben. Wir werden kein erfülltes menschliches Dasein haben können. Zum Menschendasein gehören alle Facetten. Und das ist gerade der Reichtum. Also nutze deine Schwierigkeiten oder alles, was auftaucht in deinem Leben, als Weg. Dafür brauchen wir Handwerkszeug. An dieser Stelle kommt nun unser Studiogast Dr. Britta Hölzel ins Spiel. Sie ist Wissenschaftlerin, Psychologin und Hirnforscherin. Sie erforscht, was Denken mit unserem Gehirn macht, wie es unser Organ verändert, prägt. Lama Yeshe Sangmo hat bisher ja viel über Aufs und Abs in unserem Leben gesprochen, darüber, dass wir am besten alles unter Kontrolle haben möchten, dass wir uns damit aber angeblich selbst blockieren. Frau Hölzel, zu Ihnen, stimmt das überhaupt? Ist nicht vielmehr genau dieses Streben nach immer mehr Wohlstand, nach immer mehr Erleichterung, auch Glück durch Autos, also Mobilität, durchs Internet,
nicht der eigentliche Sinn der Menschheit? Oder anders ausgedrückt, sind solche Herausforderungen nicht vielleicht genau das, was wir brauchen, um die Welt und uns voranzubringen? Ich denke, dass das zwei Seiten hat. Was Sie sagen, ist natürlich richtig. Wir wollen uns weiterentwickeln. Das treibt uns an, auch weiter zu lernen, Dinge zu entwickeln. Aber wenn diese Aktivitäten, diese Gedanken- und Willensaktivitäten übermäßig werden, dann tun wir uns damit selber weh. Und das ist das, was Lama Yeshe Sangmo hier sehr schön beschreibt. Wenn wir also immer die Erwartung haben, dass alles immer besser wird, dann können wir uns damit nur enttäuschen. Das sagt sie, und sie sagt, wir müssen Negatives im Leben bewusst akzeptieren. Wir müssen das annehmen. Wie machen Sie das denn? Also ich praktiziere selber auch die Achtsamkeitsmeditation, die hier vorgestellt wird im Beitrag, und finde das auch einen ganz hervorragenden Weg, um mir zumindest im ersten Schritt auch mal klarer zu machen, wie diese inneren Reaktionen meines Geistes funktionieren. Also wirklich auch bewusst mitzubekommen, wie wir eigentlich innerlich dauernd mit Wertungen reagieren. Denn das ist uns häufig nicht so klar, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, da genau hinzuspüren. Also ich bewerte viele Dinge, die passieren in meinem Leben, Sie sicher auch in Ihrem, bevor Sie meditieren. Das heißt, wir bewerten es oft negativ und sagen, uiuiui, da wird bestimmt nichts Gutes draus entstehen, wenn das so läuft, das wird dann fürchterlich, dann kriege ich noch zusätzliche Probleme. Wie kann man negative Erlebnisse ohne Sorgen für sich selbst hinbekommen? Also erstmal will ich noch sagen, das ist natürlich auch was ganz Wichtiges, auch Dinge als negativ einschätzen zu können und Dinge vermeiden zu wollen. Das ist natürlich ganz überlebensnotwendig, und ganz abschalten wollen wir diese Aktivität natürlich auch nicht. Wir wollen aber bewusst mitbekommen, wenn der Geist so reagiert, und die Möglichkeit haben, dann auch Abstand davon zu nehmen. Und das kann man eben trainieren, dieses bewusste Gewahrsein von negativen Einschätzungen. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich auch eine Entscheidung darüber treffen. Dann kann ich eine Entscheidung treffen, möchte ich entsprechend handeln? Möchte ich also diese Situation verändern, damit sie anders ist? Oder möchte ich sie so akzeptieren, wie sie ist, weil ich vielleicht auch gar keine andere Wahl habe in diesem Moment? Also das bewusste Wahrnehmen ist entscheidend dafür, dass wir Entscheidungsfreiheit haben und entsprechend verschiedene Optionen zur Handlung haben. Wir wollen nicht einfach so automatisch gesteuert sein. Offenbar, Frau Hölzel, habe ich den Eindruck, funktioniert das in unserer hektischen Welt immer weniger. Da ist es ja so, dass Negatives oft Stress bedeutet. Wir sind alle gestresst oder fast alle in der Bundesrepublik, in Mitteleuropa. Was macht denn dieser Stress und diese negativen Gedanken mit unserem Gehirn? Da sind Sie ja nun die Fachfrau für. Genau, da gibt es eine ganze Menge Forschung dazu, und da weiß man recht gut, dass übermäßiger Stress schädlich ist. Also das wissen wir alle, das spüren wir alle dauernd. Nicht nur für den Körper, aber auch, sondern fürs Gehirn. Es gibt richtige Regionen im Gehirn, die leiden darunter, wo sogar Gewebe geschädigt wird, wenn der Stress für eine längere Zeit übermäßig wird. Auch da ist wichtig zu bedenken, dass eben kurzfristiger Stress zum Teil auch leistungsförderlich oder inspirierend oder so sein kann, wenn das mal ein Moment der Anstrengung ist. Aber es geht um diesen chronischen Dauerstress, der ist eben gefährlich, giftig fürs Gehirn sozusagen. Zum Beispiel im Hippocampus wird dann richtig Gewebe angegriffen und geschädigt. Das ist eine bestimmte Gehirnregion? Ist eine Region, die für Lern- und Gedächtnisprozesse zuständig ist. Das ist zum Beispiel ganz interessant. Wir merken auch, dass das Gedächtnis zum Beispiel bei übermäßigem Stress nicht mehr so gut funktioniert. Das hängt auch damit zusammen. Wir wissen dann auch in Bezug auf den Stress, dass wenn wir in einer akut stressigen Situation sind, wir auch weniger kreative oder gute Lösungen für Probleme finden können. Denn wenn wir in so einer akuten Stresssituation sind, dann übernehmen Regionen im Gehirn die Kontrolle, die mehr da so funktionieren, dass so automatisch, gewohnheitsmäßig schnell reagiert wird, um diesem Stress zu entkommen oder um ihn zu bekämpfen. Und diese anderen eher präfrontalen, also höheren Hirnregionen, die werden dann relativ runtergefahren, wenn wir eben in so einem ganz akut stressigen Moment sind. Heißt das, die Verhaltensweisen eines Menschen, der sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte unter Stress befindet, die ändern sich, die werden negativer, der wird depressiv oder aggressiv. Was passiert dann? Ja, das kennen wir, glaube ich,
beobachten wir alle, wahrscheinlich die meisten von uns sogar an uns selber, dass es natürlich auch, wenn wir wirklich eine lange Zeit unter Stress sind, dass dann ja wir uns weniger gut fühlen. Ich meine, das ist in unserer Gesellschaft die Depression, Burnout-Problematik, auch Angststörungen, die sind immer stärker verbreitet und die stehen mit diesem übermäßigen Stress in Zusammenhang. Wie formbar ist denn unser Gehirn? Ich benutze jetzt hier mal einen Fachbegriff, der bei Ihnen im Alltag allgegenwärtig ist, Neuroplastizität. Genau. Haben wir irgendwann ausgelernt, ich denke jetzt mal an Alzheimer, an Demenz später, ist dann definitiv Schluss oder können wir das Gehirn formen? Wie ist denn da heute im Jahr 2015 der aktuelle Forschungsstand? Also die Forschung hat sehr klar gezeigt, dass auch im Erwachsenenalter, auch bis ins Alter hinein, wir natürlich lernfähig sind. Das Gehirn sich auch dauernd umstrukturiert, wenn wir was Neues lernen. Das ist ganz schön und faszinierend zu sehen. Es gibt sogar strukturelle Veränderungen im Gehirn, wenn wir eine neue Tätigkeit erlernt haben. Also es ist nicht so, wie man das mal vor längerer Zeit gedacht hat, dass eben mit der Entwicklung, wenn wir ins junge Erwachsenenalter kommen, alles vorbei ist an Neulernen oder Neuen Umstrukturierungen, sondern das passiert dauernd. Und das heißt natürlich auch, dass wir ein Stück weit zumindest in der Hand haben, wohin wir uns entwickeln und wohin wir weiter wachsen wollen. Denn das, was wir trainieren, das, was wir täglich tun, dahin wird sich unser ganzes System, das Gehirn, natürlich auch der Körper umgestalten. Das sind die Fähigkeiten, die wir dann auch kultivieren, die wir besser machen können. Vielen Dank, Britta Hölzel, für diese optimistischen Äußerungen und Einschätzungen. Wir hören uns dann nachher nochmal wieder. Jetzt geht's aber weiter mit Lama Yeshe Sangmo. Ein ganz gewaltiges Handwerkszeug, das ist die Meditation. Meditieren auf Tibetisch heißt Gom. Das heißt, ganz wörtlich übersetzt heißt es, sich vertraut machen. Womit machen wir uns vertraut? Mit unserem eigenen Geist, wie wir funktionieren. Wir haben nur unseren eigenen Geist, mit dem wir arbeiten können. Ich kann nicht mit deinem Geist arbeiten oder mit deinem oder mit deinem. Das sind nur Vermutungen, die ich habe über den Geist des anderen. Ne? Wo ich Gewissheit habe, ist mein eigener Geist. Ne? Weil ich die Fähigkeit habe, reinzugucken, was ich empfinde, was ich denke, was ich erfahre, was ich für Gefühle habe, was ich für Ängste habe und. Das ist mein Material. Für jeden von uns. Wir sind unser eigenes Forschungslabor. Und darum geht es, dass wir loslassen von dieser engen Sicht, ich will Glück, 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 und eher in die Sichtweise gehen, ich will mein Leben komplett erforschen. Alle Facetten meines Daseins möchte ich erfahren, erleben und durchdringen. Was dann passiert, ist, dass sich die Grenzen erweitern. Wenn ich immer nur Glück haben will, bin ich extrem bestrengt. Das ist, wenn man so will, ein Tunnelblick. Gucken wir mal mit Glück. Ein Hund ist glücklich, wenn er ein Herrchen oder ein Frauchen hat, der sagt, Platz, Sitz, geh. Ne? Wenn das zu mir jemand sagen würde, das wäre der Horror. Ne? Platz, Sitz, geh. Das läuft nicht. Und so ist Glück totale Definitionssache. Schwierigkeiten auch. Was Schwierigkeiten sind, ist Definitionssache, wie ich es interpretiere. Wenn ich die Vorstellung habe, alles soll nur angenehm sein, schönes, weiches, gepolstertes Leben, nur Menschen um mich rum, die angenehm sind mit mir, nur ein Beruf, der nur angenehm ist, immer gesund, immer schön, immer jung. Ne? Das Leid ist vorprogrammiert. Das wird älter hier. Das funktioniert nicht ewig. Die anderen sind auch nicht immer nett zu mir. Ich bin schon gar nicht nett immer zu den anderen und so weiter und so weiter. Im Beruf, wenn der noch so erfüllend ist, gibt es in jedem Beruf Seiten, die einfach auch unangenehm sind. Selbst in meinem. Und ich sage aber nicht was. Und es ist ganz klar, die Motivation ist viel zu eng, wenn man damit zufrieden ist, auf der Yacht nach dem Glück zu sein, weil Glück Definitionssache ist. Ne? Ein Kind von 6 Jahren ist anders glücklich als ein Jugendlicher mit 16, als jemand, der Kinder großzieht, als jemand, der im älteren Stadium ist und so weiter. Meine Mutter mit ihren 98 dieses Jahr,
Die ist glücklich, weil sie mit ihrem Rollator durch den Park schieben kann, eigenständig. Sie muss niemanden fragen, der ihr hilft. Die geht, wann sie Lust hat, eigenständig durch den Park. Das ist ihr Glück. Würde man das jemand so in mittleren Jahren anbieten, das wäre nicht, ne? Es ist Definitionssache. Und genauso ist es Definitionssache mit dem Problem. Das muss uns klar sein. Gucken wir mal in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, wie unterschiedlich Menschen Probleme angehen und definieren. Ne? Für manche ist es ein ganz großes Problem, sagen wir, mit Menschen zusammenzukommen. Alles Definitionssache. Ne? Wir könnten unendlich hier aufzählen, welchen Umfang man irgendwo sieht als Problem oder sowas. Das ist wirklich eine Interpretations- und Definitionssache. Es geht darum, dass wir das in unserem eigenen Geist erkennen. Dafür brauchen wir die Meditation. Das heißt, eine reizarme Situation, wo wir die Reize, die wir sowieso schon permanent aufnehmen, mal verarbeiten, wo wir mit Körperrede und Geist im Jetzt sind und simpel die Erfahrung erfahren, die gerade jetzt auftaucht. Das ist im buddhistischen Sinne Meditation. Ich mache mich vertraut mit meinem Geisteszustand, wie er gerade ist. Wollen wir das mal einen Moment machen? Okay. Wir sitzen alle auf Stühlen. Wir lehnen uns nicht an. Wir wollen diese natürliche Geradigkeit der Wirbelsäule halten, weil wir haben den groben Körper. Da orientieren wir uns an der Wirbelsäule und wir haben einen feinen Energiekörper, den man nicht sieht, der aber ausschlaggebend ist für unsere Erfahrung, die wir machen. Dieser feine Energiekörper hat Hauptkanal, zwei Seitenkanäle und viele, viele andere Kanäle. Und wenn wir gerade sitzen, also uns orientieren an unserer Wirbelsäule, gerade heißt hier aber entspannt, bewegt euch mal ein bisschen, nicht steif und einrasten, sondern ganz locker, entspannt, gerade. Wenn wir da gerade sitzen, können die Energien in diesem feinen Energiekörper ohne Hindernisse sich bewegen, möglichst im Hauptkanal und Seitenkanälen. Die Kanäle werden gestreckt und wir werden das als Klarheit, Offenheit und später auch als Freude erfahren. Sitzen also gerade. Die Beine sind gut mit dem Boden verankert. Und ich sehe schon, man sitzt automatisch ein bisschen breitbeinig dann. Guter Kontakt mit dem Boden. Und als allererstes, nachdem ich mich in eine der Meditation fördernde Körperhaltung gesetzt habe, als allererstes gebe ich meinem Geist die Gelegenheit, dass er vollkommen im Jetzt ist. Ihr kennt dieses klassische Beispiel von den Teeblättern, auf die Wasser gegossen wird. Nach einer Weile saugen sich die Blätter voll, sinken unten ab und oben haben wir den Tee, den wir trinken können. Mit dem Geist ist das ähnlich. Es ist eine Situation, die wenig Reize hat. Das heißt, der Geist fängt an, sich deutlicher zu erkennen. Er wird nicht pausenlos gefüttert und überreizt. Diese Situation muss ich mir immer wieder im Alltag schaffen. Momente, wo ich bewusst im Jetzt bin und das, was ganz natürlicherweise in meinem Geist oder in meinem Körper auftaucht, voll erfahre. Das muss überhaupt nichts Besonderes sein. Das ist in der Regel nichts Besonderes. Eine wunderbare Hilfestellung ist die Erfahrung unseres Körpers. Ich gucke in meinen Körper. Gibt es irgendwo Anspannung? In meinen Beinen? Po-Muskeln? Bauch? Habe ich einen schönen, weichen Bauch?
Herzgegend, da öffne ich meinen Brustkorb. Schultergürtel, ich lasse die Schultern nach unten sinken. Kiefergelenk, der Unterkiefer darf nach unten sinken. Dadurch entspannt sich unser Gesicht. Jetzt kommen wir zu unseren Augen. Es ist ein Ruhen des Blickes. Kein Erforschen, kein Untersuchen. Jetzt kenne ich den Zustand meines Körpers. Und meine Achtsamkeit sinkt wieder in den Bauch. Ich erfahre, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt, wenn ich ein- und ausatme. Dieses Erfahren des Atems in unserer Bauchdecke, das ist unser Anker. Wir haben so etwas wie einen Affengeist, der immer anspringt auf jeden Reiz, sei es durch Sehen, durch Hören, durch Riechen, durch Schmecken, eben durch unsere Sinne oder mental von innen heraus. Hier haben wir jetzt den Anker, der uns hilft, dass wir diesen Moment jetzt komplett erfahren und nicht abschweifen, nicht abhauen. Wir werden es unterschiedlich erfahren. Einige werden Müdigkeit erfahren, andere Klarheit des Geistes, was immer. Nichts davon ist falsch. Meditation kann nicht falsch sein, wenn man die Achtsamkeit hält, wenn man Bewusstheit hält. Ist Meditation immer richtig. Es gibt da kein Falsch. Es ist ein Erfahren des Zustandes, der natürlicherweise da ist. Wenn ihr jetzt Müdigkeit erfahrt, erfahrt voll und ganz 100% Müdigkeit. Oder aufgeregten Geist. Erfahrt 100% aufgeregter Geist. Angenehm oder unangenehm interessiert uns gar nicht. Wir erforschen. Wir freunden uns an mit jedem Geisteszustand, der natürlicherweise in uns erscheint. Wahrnehmen, erfahren, akzeptieren und loslassen. Immer wieder, immer wieder. Ja, nur kurz, dass ihr eine Ahnung bekommt, worum es geht in der Meditation. Könnt euch ein bisschen recken und strecken, ein bisschen andere Haltung. Wer müde ist und mal aufstehen möchte, kann gerne mal aufstehen. Bloß nicht rausgehen. Ja, der Reichtum ist in uns. Ne? Das Forschungslabor ist nirgendwo anders, ist in uns, in unserem Geist. In unserer Erfahrung, die wir machen. Einige von euch kenne ich. Ich weiß, dass einige starke Erfahrungen schon gemacht haben und machen. Über kurz oder lang machen wir alle starke Erfahrungen, manche mehr, manche weniger. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht diesen Erfahrungen verweigern. Oft ist es so, wenn es schwierig wird, verweigern wir uns erstmal ein bisschen. Ich sehe es an mir selber. Meine Verweigerungshaltung, die ist einen Moment lang da, aber über die Jahre habe ich gelernt, schnell aufzugeben. Ich habe früher als junge Frau habe ich mich lange gewehrt gegen alles. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich merke immer, die Verweigerungshaltung ist immer noch da. Ist immer noch so ein Impuls. Nein, das jetzt nicht. Passt mir nicht. Ne? Dieses Problem passt mir jetzt gerade nicht. Ne? Die Verweigerungshaltung ist noch da, aber das Aufgeben über die Jahre ist trainiert, ist besser trainiert. Ne? Und es macht es so viel einfacher, da nicht drauf zu beharren auf eine Situation, die nicht kontrollierbar ist, die nicht haltbar ist, sondern sich zu ergeben, zu akzeptieren. Über die Meditation, wenn man das übt,
Vielleicht zweimal am Tag, vielleicht morgens 5 Minuten, abends 5 Minuten, zum Beginn, zum Anfang. Und immer mal zwischendurch im Tag diese Haltung zu sich selbst, ich gehe 100% in die Erfahrung, die gerade da ist. Das wird uns enorme Aufschlüsse geben über uns selber, wie wir funktionieren und darüber, über Menschsein als solches. Weil wir sind gar nicht so unterschiedlich. Natürlich sind wir unterschiedlich, aber die Prinzipien sind schon gleich. Ne? Wir haben alle Begierde, Abneigung, Eifersucht, Neid. Ne? Die ganze Palette, jeder von uns hat das. Das heißt, wir können alle mitreden bei diesem Thema. Ne? Alle Experten. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Erfahrungen nutzen als Schätze und nicht blockieren, aus unserem Leben versuchen rauszudrängen und den Reichtum, den dieses Leid oder dieses Problem bringt, gar nicht zum Blühen bringen. Ne? Also wir verarmen da und wir schneiden uns von etwas ab, was die Quelle eigentlich von Reichtum ist. Ganz wichtig. Ich glaube, alle können in ihr Leben gucken und können Stellen finden, wenn man sich dann eingelassen hat auf die Schwierigkeit, die kam. Wir haben im westlichen Bild Phönix aus der Asche. Ne? Da war auch Neuanfang drin, da war ein anderer Level plötzlich drin. Ne? Es hat was erweitert. Wenn wir uns einlassen, erweitert das etwas. Und das ist genau unser Training. Also wir brauchen die Meditation und wir beginnen bei uns selbst. Das ist der wichtige Schritt. Wir selbst sind das Forschungsmaterial und Labor gleichzeitig. Und dann werden wir an das Universelle kommen. Wenn ich die Sachen bei mir durchgearbeitet habe, ich bin ein ewiger Neidhammel. Ne? Ich kenne alle Nuancen von Neid, Eifersucht und ich kenne da wirklich jedes bisschen. Dann werde ich das auch sofort bei den anderen sehen. Frau Hölzel, jetzt haben wir also meditieren gelernt. Was halten Sie denn von dieser Art, die wir da gerade mitmachen durften? Es ist ein schöner Einstieg, also gerade die Beobachtung des Atems ist eine Möglichkeit, sich mit dem Geist, mit den Gedanken ins Hier und Jetzt zu bringen, alles mit einer offenen, neugierigen, freundlichen Haltung zu bewerten. Das ist eine schöne Meditation zum Einstieg. Das ist aber nicht die einzige. Sie sagen jetzt gerade schon selbst zum Einstieg, es gibt offenbar wie viele oder unzählige Arten? Es gibt dann immer Nuancen. Also wir machen die Praktiken immer mit einem bisschen einer anderen Ausrichtung. Man möchte sich vielleicht manchmal verstärkt Körperempfindungen zuwenden. Und manchmal schaut man sich genauer die Gefühle an oder man beobachtet Gedankenaktivität. Also da gibt es einfach eine ganze Reihe an Meditationen, wo man so verschiedene Erfahrungsbereiche in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken kann. Die Haltung ist aber immer diese liebevoll, freundlich, offene, neugierige Haltung dabei. Kann ich mir selbst auch eine Meditation erfinden und mich einfach irgendwo hinsetzen und versuchen, in mich selbst zu versinken und Dinge kommen und gehen zu lassen? Oder brauche ich da eine Psychologin wie Sie dafür? Nein, also es geht ja gerade darum, im Alltag und in jedem Moment, so wie er gerade ist, im achtsamen Kontakt mit der Erfahrung zu sein. Das heißt eigentlich sowieso, jede Meditation ist anders, weil wir uns immer mit der Erfahrung im Kontakt bringen, die jetzt gerade hier passiert. Aber Sie haben jetzt die psychologische Begleitung angesprochen und das ist vielleicht schon ganz wichtig auch zu sagen, dass wir manchen Menschen schon raten, auch mit einer therapeutischen Begleitung die Meditation zu beginnen, wenn man zum Beispiel eine schizophrene Erkrankung hat oder wenn man starke Traumaerfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, dann kann Achtsamkeitspraxis auch sehr, sehr wertvoll sein. Es wird dann aber angeraten, dass man das erstmal mit einer therapeutischen Begleitung beginnt. Bleiben wir jetzt mal bei dem vermeintlich gesunden Menschen, das heißt, der hat Probleme, der hat vielleicht Stress, der braucht nicht die Therapeutin, wie Sie sagen, direkt dazu. Sie haben sowas oder dieses genau ja untersucht an der Harvard Medical School in Boston und haben da in Gehirne von verschiedenen Vergleichsgruppen, die mal meditiert haben, mal nicht meditiert haben, hineingeschaut. Was haben Sie da entdeckt?
Genau, wir haben Leute für die Studie rekrutiert, die generell gesund waren, aber recht hoch gestresst, die in so einen 8-wöchigen Achtsamkeitsmeditationskurs gegangen sind. Und wir haben sie vorher gescannt, bevor sie die Meditation begonnen haben, und dann nach den 8 Wochen Praxis und haben geschaut, was verändert sich im Gehirn in der Struktur. Und wir machen auch andere Studien, wo wir uns die Funktionsweise des Gehirns anschauen und dann schauen, wie verändert sich die Funktion, zum Beispiel in emotionalen Situationen über diese 8 Wochen. Und wir haben zum Beispiel gefunden, dass die Leute, die 8 Wochen durch dieses Training gegangen sind, dass die Veränderungen in der grauen Substanz im Gehirn gezeigt haben. Die graue Substanz, das sind die Schichten im Gehirn, wo die Zellkörper der Nervenzellen zu finden sind, wo also viel dieser Aktivierung, wenn wir denken, fühlen, handeln, das passiert in der grauen Substanz. Und wir haben gefunden, dass die Dichte der grauen Substanz sich verändert hat in verschiedenen Regionen, zum Beispiel in dem Hippocampus, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben, ja, aber auch in anderen Regionen. Wir finden häufig, also auch in Bezug auf Veränderung der Aktivierungsmuster, Veränderungen in Hirnregionen, die zum Beispiel Aufmerksamkeitsprozesse unterstützen, aber auch Veränderungen in Regionen, die Emotionsregulation unterstützen, also Veränderungen in Regionen im Gehirn, die dafür zuständig sind, wie wir mit unseren eigenen Gefühlen in Kontakt treten. Kommen wir jetzt auch mal, das haben Sie eventuell auch erforscht, Sie haben es eben schon angesprochen, wenn es sich um Patienten handelt im klassischen Sinne, um Krankheiten durch Alkohol, durch Drogen, durch Depression, Burnout, wie auch immer man das bezeichnen mag. Habe ich dann als Patient verloren oder gibt es Hoffnung, die Schäden in diesen grauen und weißen Zellen und was es dort alles gibt, zu verringern? Also es gibt vor allem auch im klinischen Bereich eine ganze Menge schöne Studien inzwischen, die zeigen, dass die Achtsamkeitsmeditation hilfreich sein kann für eine ganze Reihe von Störungen. Sie haben einige genannt und zum Beispiel recht gut gestützt ist inzwischen so der Effekt bei Angsterkrankungen, auch bei depressiven Erkrankungen, bei Leuten, die eine Reihe von depressiven Episoden schon gehabt haben in der Vergangenheit. Es gibt aber auch erste ganz positive Befunde, gerade im Abhängigkeitsbereich. Erste Befunde bei Essstörungen, bei Aufmerksamkeitsdefizitstörungen. Also das ist alles recht gut untersucht. Die neurowissenschaftliche Forschung steht, was diese Patientengruppen angeht, noch relativ am Anfang. Wir haben gerade vor kurzem eine Studie gemacht mit Angstpatienten und haben da gefunden, dass diese Patienten also eine gute Symptomverbesserung zeigen im Anschluss an das Training. Sie zeigen auch dann im Gehirn entsprechende Veränderung der Aktivierungsmuster und der Art und Weise, wie verschiedene Regionen zusammenarbeiten in solchen Bereichen, die eben für die Regulation von Gefühlen zuständig sind. Ja, soweit mal wieder die Psychologin Britta Hölzel aus München. Jetzt machen wir weiter mit unserem Hörsaalvortrag. Wir beide, Frau Hölzel, hören uns nachher wieder. Und was noch wichtiger ist, jetzt kommen wir zum Zweiten, was ganz entscheidend ist. Wir haben also Meditation und Achtsamkeit als Werkzeug. Jetzt kommen wir zum Zweiten, was ganz entscheidend ist. Mitgefühl, Liebe sind die zwei Beine. Achtsamkeit und Meditation. Ich bin bewusst, was da passiert. Ich bin klar und lebe mein Leben. Ganz klar, ich bin dabei in meinem Leben. Das andere Bein ist Mitgefühl und Liebe. Beides müssen wir trainieren. Wir haben zwar als Grundausstattung, kann man sagen, eine Offenheit, Klarheit des Geistes. Also von Haus aus sind wir klar und offen. Und wir haben auch von Haus aus diese Liebe, dieses Mitgefühl, dieses Weiche, dieses Umfassende, dieses Dasein für andere. Das ist unser Zuhause. Aber es ist verschüttet. Es ist verschleiert. Das heißt, wir kommen nicht richtig ran. Wir kommen manchmal natürlicherweise in Momenten an Liebe und Mitgefühl. Kennen wir alle, ne? Plötzlich reißt da ein Schleier auf. Und wir können uns komplett öffnen für jemand. Also diese beiden, das ist unser Werkzeug. Liebe und Mitgefühl, Achtsamkeit, Meditation, Gewahrsein. Diese beiden Sachen brauchen wir für jede Art von Entwicklung. Haben wir nur Achtsamkeit, Gewahrsein, können wir unter Umständen kaltes. Ne? Wir können sehr kalt sein. Sehr klar, ne? Es gibt so Menschen, die sind wirklich ganz klar, aber eiskalt auch. Ne? Ganz messerscharf. Ne? Wir brauchen, um richtig an unsere Grundnatur zu kommen und Leuchttürme zu werden für andere, brauchen wir Liebe und Mitgefühl, die Weichheit.
Und das sind beides Sachen, die wir trainieren über diese Haltung zum Leben. Okay, ich nutze mein Leben mit allem, was kommt, mit auf, mit ab, mit allen Facetten dazwischen. Ich nehme mich an in allen meinen Schattierungen und Facetten. In dem Moment fängt die Selbstheilung an. Es ist gar nicht möglich, zum Beispiel, wenn wir uns nicht akzeptieren. Sagen wir mal, ich habe eine Depression, bin eigentlich ein depressiver Mensch. Wenn ich das leugne und das zukleistern möchte, zumachen möchte und nicht akzeptieren, werde ich diese Erfahrung nicht zu 100% machen können. Der erste Schritt ist im Geist, dem Geist zu erlauben, du darfst dich zeigen, wie du bist in allen Schattierungen. Das ist so, als ob man einen Dampfkochtopf hat und das Ventil ist geöffnet. Es entweicht erstmal der Dampf, bis die Gefahr weg ist. Das ist hochgeheizt, das Ganze. Wir fangen erstmal an, dass wir dieses Ventil öffnen. Wir dürfen in kleinen Dosen dürfen wir uns selber sehen, wie wir sind. Nachdem der erste Überdruck raus ist, wir haben uns schon erlaubt, ist überhaupt kein Druck mehr in dem Kochtopf drin, dann kann ich ganz öffnen und das ganze Ding kann angeschaut werden. Es ist so, der Buddha sagt das, wir haben etwas, das nennt sich Alaya-Bewusstsein, ein Bewusstsein, wo alles gespeichert ist, was immer wir erlebt haben. Das heißt, wir schleppen hier riesen unsichtbare Koffer und Rucksäcke mit Erfahrungen und Erlebnissen und Gewohnheiten mit uns rum. Die Gesundung ist, all diese Sachen, die sowieso immer mit uns sind und uns unter Druck setzen, deswegen dieses Beispiel mit dem Druckkochtopf, das Ventil aufzustellen und den Druck rauszunehmen, indem wir reingucken. Wir erlauben uns, unseren Geist in all seinen Schattierungen und Facetten zu erfahren. Ihr kennt das Wort Erleuchtung. Ist immer ein bisschen merkwürdiges Wort für uns, können wir nichts mit anfangen. Sagen wir mal eher ein Mensch, der befreit ist oder Richtung Befreiung geht. Der kann wunderbar in sein Alaya-Bewusstsein gucken. Alles, was da angeguckt wird, muss nicht mehr gespeichert werden, heilt sich, löst sich, befreit sich. Das ist die Arbeit, die wir machen. Indem wir unserem Geist erlauben, jede Erfahrung darf auftauchen. Das ist die wunderbare Quelle in der Meditation. In der Meditation darf jede Erfahrung auftauchen. Dadurch verändert sich mein Leben. Wenn ich die Erfahrung gemacht habe, alles darf auftauchen, wenn ich sitze und meditiere, ich mache mich vertraut mit meinem eigenen Geist, alles darf auftauchen. Dann wird nach und nach, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich das 4 Jahre gemacht habe, hauptberuflich sozusagen. Es ist erstmal die erste Zeit, ist es echt unangenehm, weil das eigene Selbstbild wird ziemlich desillusioniert. Aber auch zum Positiven. Ich habe immer gedacht, da sei irgendwo ein Monster versteckt. Es gibt kein Monster in uns. Genauso macht man sich Illusionen manchmal über seine Qualitäten. Also, es ist im Grunde eine große Enttäuschung im besten Sinne. Die Täuschungen lösen sich auf durch Meditieren. Ich erfahre, indem ich so simple Übungen mache, wie wir es gemacht haben, erfahre ich über die Funktionsweise der Emotionen, der Konzepte und so weiter und so weiter. Alles das taucht auf in meinem Erfahrungsgrund, ohne dass ich es verlängere oder verkürze. Ich lerne, es taucht auf, ich erfahre es, dann darf es wieder gehen. Wie wir im Moment funktionieren ist, es taucht etwas auf. Oh, und das ist ganz faszinierend. Es kann im Negativen sein, etwas, was mir Angst und Schrecken einjagt, oder im Positiven, etwas, was ich unbedingt haben will. Und normalerweise klingt unser Geist da ein, geht raus aus der jetzigen Erfahrung und macht wie einen Seitenstrang, bildet auf dieser Faszination, die gerade da war, sagen wir mal Angst, ich habe Angst, ganze Bilder, Geschichten, Pläne und so weiter. Das ist, wie normalerweise unser Geist funktioniert. Wir sind
fast nie im Jetzt. Wir ticken das Jetzt an, springen raus und gehen in lauter Seitenwege. Das nennt man Affengeist. Ne? Irgendwas, was faszinierend ist, irgendwas, was ich sehe, toller Pullover, ne? Ratter, ratter, ratter. Oder jemand schläft, ratter, ratter, ratter. Ne? Man geht raus aus der Jetzt-Erfahrung und macht lauter Seitenstränge im Geist, nicht mehr die nackte Erfahrung. Wir lernen über Meditation, im Jetzt zu bleiben, standhaft bei der Erfahrung bleiben, wie auch immer sie ist. Und die Meister und Meisterinnen versprechen uns, bleibst du standhaft mit Achtsamkeit Gewahrsein und nach auch mit Akzeptanz, also mit was Warmherzigen, bleibst du bei der Erfahrung, wirst du frei. Du wirst ein freier Mensch. Das ist, was uns die Meister und Meisterinnen sagen. Oder anders noch ausgedrückt, das ist, was Trungpa Rinpoche sagt, sieh dich selbst als ein eigenes Forschungslabor. Hab nicht eine Vorstellung, du müsstest so sein oder so sein oder nicht so sein oder doch so sein, ne? Wie wir unseren Alltag verbringen. Oder auch die anderen müssten so sein oder nicht so sein. Sei dein Forschungslabor, ein echter Forscher weiß nicht, was da rauskommt. Das ist diese Anfängerhaltung. Ne? Immer wieder frisch im Moment, sei wach jetzt im Moment, was gerade da kommt. Wähl nicht aus, angenehm, unangenehm, unangenehme weg, angenehme festhalten. Das ist, wie wir jetzt funktionieren. Nein, änder dein Leben. Was gerade auftaucht, frisch erfahren und hab keine klebrigen Hände. Lass es auch wieder gehen, weil es geht von alleine. In der Meditation machen wir diese Erfahrungen tatsächlich und die übertragen wir auf unseren Alltag. Also, ich fasse nochmal zusammen, weil es für einige vielleicht viel ist. Glück oder Schwierigkeitenproblem ist Definitionssache. Ne? Jemand, der diese Forscherseele hat, diesen Forschergeist hat mit sich selbst, für den ist Problem, vielleicht das Wort, gar nicht mehr zutreffend. Ist alles Erweiterung. Ist vielleicht das Wort schwierig, ne? Jetzt ist schwieriger, es erfordert mehr Einsatz, mehr Achtsamkeit, scharfe Achtsamkeit und großes Training in Liebe. Aber er würde das nicht mehr Problem nennen. Ne? Ich denke gerade an meinen Lehrer. Der hat mal gesagt, für ihn wird es interessant, wenn er stirbt. Ne? Der war ein ganz erfahrener Meditationslehrer, hat viele, viele Jahre in Meditation verbracht. Und der hat gesagt, er wartet eigentlich auf den Tod. Da wird es interessant, wie er dann mit dem, was wir ja als größtes Problem ansehen, Tod, wie er dann damit umgeht. Wir können also sehen, wie weit das Menschsein, wie weit das Spektrum ist. Für jemand, der sehr, sehr frei ist, das war der freiste Mensch, glaube ich, den ich je kennengelernt habe, mein Lehrer, für den ist das Thema Tod kein Problem. Er wird sehen, wie er damit umgeht. Ne? Also der hat sich trainiert, seine Grenzen erweitert. Und natürlich, jetzt muss ich noch einen Gesichtspunkt reinbringen, Leerheitserfahrung gemacht. Das heißt, das Thema, was wir anticken, indem wir den Wandel erfahren. Ne? Dieser Körper ist ständig im Wandel. Trinke ich einen Schluck, verändert sich der Körper schon wieder. Ne? Wenn ihr jetzt Röntgenblick hättet und ich trinke, würdet ihr sehen, da verwandelt sich was. Innerlich, ich merke es ja auch, wie der Körper sich wandelt, wenn ich trinke. Oder mein Blick fällt auf irgendjemand, den ich kenne. Das macht was mit mir. Ne? Verwandelt sich der Geist permanent, eine andere Emotion, eine andere Erinnerung, eine andere Erfahrung. Nichts ist fest. Der Körper nicht fest, der Geist nicht fest, die Emotionen nicht fest, Konzepte nichts fest, nichts ist fest. Schon morgen um kurz nach 18 Uhr geht's genau an dieser Stelle weiter mit Lama Sangmo und Dr. Britta Hölzel, unserer Hirnforscherin. Also, wenn ihr noch mehr über all das wissen wollt, dann hören wir uns schon morgen wieder. Die Radio Wissen. Hörsaal.